Flucht aus Spaß, es ist geschafft. Ah, jetzt geht's ab in die Ukraine. Römers Festung. Nachricht von Maxen. Sie müssen den Weg nach unten in die Katakomben finden, von wo Fagan festgehalten wird. Eliminieren Sie jeden Fagan-Wissenschaftler, dem Sie begegnen. Ich will dieser gesamten Unternehmen den Garaus machen. Unsere Labore haben ein Gegenmittel für den Virus entwickelt. Geben Sie es allen Testpersonen, die Sie unterwegs finden. Der Geheimdienst braucht die Testpersonen. Leben. Also tun Sie alles für die, alles Menschenmögliche für Ihre Sicherheit. Wollen wir mal. Ich soll jeden. Eliminieren Sie jeden Wissenschaftler. Oh Gott, das ist tatsächlich doch richtig. Mein Gott! Seifenfilter! Das ist. Ja, erstaunlich. Ein Virus, den man genetisch einprogrammieren kann, alles und jeden zu eliminieren. Eine Waffe, die auf bestimmte Bevölkerungsgruppen gerichtet werden kann, die ganze Kontinente auslöschen könnte. Außer den Auserwählten, die überleben sollen. Diese Virusausbrüche. Offensichtlich Tests. Wir sind Fagan bis zu dieser verlassenen Kirche gefolgt. Mara zufolge ist dies Römers Festung, der Ort, an dem er Gefangene und unerwünschte Personen festhält. Alle Kabanov schmeißt diesen Laden für Römer und liefert Fagan seine Testpersonen für die verschiedenen Formen des Virus. Jetzt ist Fagan hier selbst gefangen, wahrscheinlich irgendwo in den Katakomben. Hat Interpol irgendeine Spur von Mara? Seit ihrer Flucht hat sie eine Spur von Leichen von unserem Labor nach Osteuropa gezogen. Jetzt ist sie verschwunden. Auch von Römer fehlt jede Spur. Die Zerstörung seines Stützpunkts hat die ganze Organisation in den Untergrund getrieben. Wir haben alle Farcom-Labore gefunden und zerstört, die an der Produktion des Virus beteiligt waren, aber wir konnten die Computer nicht finden, die sie für die DNA-Sequenzierung benutzt haben. Deren Standort müssen sie von Fagan kriegen. Ihr Team... Ich will keinen Ersatz für Lian. Sie kriegen keinen. Ich bringe sie selbst in die Kampfzone. Unsere Labore konnten eine sehr kleine Menge an Gegenmittel herstellen. Injizieren Sie es allen Testpersonen, die Sie finden. Melden Sie sich, sobald Sie Fagan gefunden haben. Okay, los geht's. Noch was. Sie haben Anweisungen, alle medizinischen Mitarbeiter von Römer zu eliminieren, die sich Ihnen in den Weg stellen. Roger, ich melde mich, wenn ich im Erdgeschoss angekommen bin. Alle zu eliminieren, recht hart. Okay. Jetzt mal ganz kurz gucken, was ist jetzt hier mein Ziel? Also wir haben 10 Wissenschaftler von Römer eliminieren, setzt Personen Gegenmittel und geben Sicherheitsschlüssel suchen und einen zu den Katakomben suchen. Wollte ich jetzt hier runter oder was? Oh Gott. Ja, schon mal gut los, ja. Hä? Aber vor mir ein Gegner. Hä? Trifft er? Nein, ja, wo der schießt. Naja, der ist klar. Okay. Und wo? Ach, der ist ganz da unten. Ah ja, okay, ich weiß einfach, wo er ist. Das ist schon mal gut. Nichts ist gruseliger, als nicht zu wissen, wo der Feind ist. Sorry für diese wilden Kameraschwenks. Ah, das ist mit der Steuerung manchmal gar nicht anders möglich.
Blöd, ich kann jetzt aber runterzählen. Ich glaube, so will ich nicht. Jetzt sich auch immer daran stellt, ne? Egal, warte mal. Frage ist, wo muss ich eigentlich hin? Hier will ich auch. Okay, warte mal, von hier? Und noch weiter oben? Ja, nicht zu weit. Arschloch. Siehste? Klappt sich am Mondan. Ja, ist aber gar nicht so einfach. Also, wenn ihr das mal selber nachspielen wollt, viel Vergnügen. Es ist wirklich, also das ist schwerer als ein Spiel auf schwer. Also heutzutage. Wenn ihr wisst, was ich meine, ja. Wenn ihr heutzutage ein Spiel auf schwer spielt, ne? Das ist einfach. Wenn ihr heute, das ist so viel einfacher, so viel angenehmer. Aber das ist echt, nicht nur wegen der Steuerung, sondern auch wegen dem Ganzen, wie das aufgebaut ist. Also ist ja nicht nur wegen der... Ja gut, die PS1-Steuerung macht das Spiel natürlich schon ein bisschen schwerer, aber... Kann er springen? Geht's ja nicht bergab oder was? Warte mal. Oh. Ja, wo ich lang muss. Warte mal, wo muss ich denn eigentlich lang? Ah, das hat mir viel. Toll. Die Map sagt mir richtig viel. Bringt ja ein nix, ne? Warte mal. Ja, bald soll er sagen. Es wäre bald schlauer, hier reinzugehen. Ja. Oder? Aber no. Gut. Sehr schön. Und die Schuss ganz vergessen. Scharfschützengewehr. Ja gut. Ist nicht so meine. Als ob der Kuh. Ja, klar. Nicht töten! Da muss ich. Tschüss. Da hat eine coole Weste. Ein Wissenschaftler. Na. Okay. Das ist schon hart. Wenn man bedenkt, dass die noch auch nur ihren Job machen. Dann war ich auch eben so überrascht. Ich hab das schon gelesen, aber ich dachte so, irgendwie. Ich so gedacht habe, naja, bei heutigen Spielen wäre das ja nicht so. Oh, du kannst gern wegrennen. Mist. Warum? Bist du dumm? Ich hab keine Waffe! Nein. Schießen Sie nicht! Oh. Ja, das reicht, weil du keine Waffe hast. Nein, mein Schatz.
Hätte ich eh erschossen. Okay. Ah, da, dem muss ich aber ne Ding geben. Ne. Oh Gott. Hilfe! Erste Patienten gefunden. Ich gebe ihnen das Gegenmittel, aber ich weiß nicht, ob sie überleben. Sobald sie den Raum verriegelt haben, schicke ich die Ärztetruppe rein. Okay. Okay. Aber ist es eigentlich überhaupt so schlau, hier alle Wissenschaftler zu killen? Also ich meine, nicht nur von der Brutalität her, sondern nicht auch von der... Also... Naja. Okay, wir sind hier nicht hier, um Fragen zu stellen. Mich wundert es, dass es damals durchging bei der USK in Deutschland. Ich meine, das ist schon... Damals war das nämlich noch mit brutalen Spielen nicht so. Da, da war Brutalität. Sag ich mal so, nicht so erwünscht. Alter, du kannst alles machen, außer brutale Spiele. Kollegen hier. Der will nix. Der hat schon. Gasgranaten. Ja, die gibt mir auch immer so Dinge. Das ist, naja, gut, Gasgranaten waren manchmal nicht schlecht, aber. Ah, come on. Gib mir was Richtiges. Retten Sie mich. Hab ich doch, oder? Hab ich doch. Erledigt. Impfung geimpft. Ich impfe und morde. Tolle Mission. Boah, 3 auf einen Schlag, Alter. Geil. One. Hallöchen. Der hat gefeuert. Das ist ja ein Massenmord hier. Zack. Checkpoint erreicht. Das ist, oh, okay, Titelkarte, geil. Ah, geil. Checkpoint erreicht schon mal. Das ist schon mal gut. Bin voll gut, Kolo. Okay. Okay, check mal rein, warum. Was habe ich denn geschafft? Ja, gut. Ich habe nichts geschafft. Achso, wohl, weil ich die Hälfte der. Der Wissenschaftler oder was? Ja. Toll. Sehr schön. Also gut, ist ja gut. Du flippst ja richtig aus. Du hast ja richtig Bock. Du hast richtig Bock drauf zu gehen.
Ich glaube, jetzt können wir auch die hier nehmen. Jetzt bin ich hier entdeckt. Ah, hier habe ich schon eine gekillt. Ah, okay. Sehr gut. Nee, so nicht. So haben wir nicht gewettet. Wir haben gar nicht gewettet, aber wenn wir gewettet hätten, hätten wir nicht so gewettet. Das sage ich dir, meinem Freund. Stimmt, ich muss die Tür aufmachen. Du stehst zwischen mir und der Tür. Und das mag ich nicht. Wunder. Kuckuck. Wolltest du ein richtig geiler Agenten sein, ne? Wolltest cool sein, ne? Ah, weil komm, ich zeig's allen. Oh Gott. Ah, okay. FBI, open up. Okay. Ich glaube, wir haben alles erledigt soweit. Kleines Arschloch. Warte mal, okay. Sehr gut, den haben wir. Wir brauchen auch noch ein paar Testpersonen. Sind die nicht mehr hier drin? Sind die woanders oder wie? Sind die da hinten? Oder muss ich mich hier noch weiter umgucken? Warte mal, weil ich da. Weil da können wir immer wieder zurückgehen, ne? Das ist doch gar kein Problem. Ah, hier ist noch ein kleiner Raum. Na, siehst du? 3. 2. Weiß ich nicht, ob es da hinten weitergeht oder also ob das nicht jetzt wieder hier weg kann aus Versehen. Ja, doof. Oder aus Versehen das überspringen. Weil dann müssen wir zurückrennen. So, hier haben wir nochmal 2 gefunden. Warte mal. Aber wie viel brauche ich von was noch? Ich brauche noch 5 Wissenschaftler und 2 Testpersonen. Okay. Werden damit dann. Also das ist dann MG? Ich dachte, das ist irgendwie eine krasse Waffe. Du schreist doch nicht. Gut, der Rest ist hier noch. Okay, ja, gut. Ah, nee. Das musst du nicht machen. Na, okay. Also, da hat nur hier die gute Weste bewacht. Okay. Aber hier ist sonst nichts mehr, oder wie? Also, wirklich nichts mehr. Wirklich fertig. Bin ein bisschen verwirrt. Na gut, dann ist sowas mit Suchen natürlich auch mal ein bisschen, ja, ein bisschen, wie soll man sagen? Bisschen. Bisschen fies. Es kann natürlich auch gut sein, dass es da hinten noch weitergeht. Das will ich ja nicht abstreiten, nur, ich will auch ungern zurückrennen, aber ich glaube, hier ist echt nichts mehr. Ja, wir müssen. Ja. Wie Schutz hätte ich da noch nie liegen lassen. Dieser, ich glaube, nur schwer, die Mission ist eher. Ja, ist viel suchen, ne? Aber das ist mir gerade ein bisschen lieber. Das ist, was wir eben hatten. Mit der blöden Basis. Na gut, okay, dann gehe ich jetzt mal weiter. Nur falls müssen wir mal zurücklaufen.
Wäre ja auch nicht so schlimm. Komm, man kommt ja wieder zurück. Weil da jetzt das. Ach du, da geht's ja beim Balkon weiter, okay. Gerne. Da unten. Wunder. Ach da! Guten Morgen. Hello there. Was machst du denn da? Was wird das, wenn es fertig ist? Herr Wissenschaftler. Ich muss mit ihm mal reden. Das ist so fies, Alter. Schießen Sie nicht! Okay. Ich gehe schießen, jetzt reicht. War gelogen. So. Okay.